Hallöchen, ihr Lieben! Heute gibt es wieder ein ganz einfaches Kuchenrezept. Wir machen heute zusammen einen Kastenkuchen mit einem süßen Herzchen in der Mitte. Ihr könnt natürlich auch anstatt eines Herzchens ein anderes Figürchen, ein anderes Förmchen nehmen. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz einfach gemacht. Und wie genau, das zeige ich euch jetzt. Für den Rührteig benötigen wir folgende Zutaten: Eier, Salz, Zucker, weiße Schokolade, die habe ich jetzt hier schon einmal über dem heißen Wasserbad geschmolzen, Butter, Mehl und Backpulver. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch natürlich wie immer in die Infobox. Als erstes gebe ich die weiche Butter, den Zucker und die Prise Salz in meine Rührschüssel und werde das Ganze richtig schön schaumig verrühren. Dann gebe ich die Eier einzeln dazu. Jetzt rühre ich das Backpulver und das Mehl unter. Und zum Schluss rühre ich noch die weiße geschmolzene Schokolade unter. Der Teig ist jetzt fertig. Der sieht richtig schön cremig aus. Und dieser Teig muss jetzt einmal halbiert werden. Die eine Hälfte, die habe ich jetzt hier schon in meine Schüssel getan und die werde ich jetzt erstmal in den Kühlschrank stellen. Für den roten Teig benötigen wir jetzt noch Zitronenschale, Erdbeerkonfitüre, am besten eine feine nehmen ohne Stückchen, dann rote Lebensmittelfarbe und Öl. Zu der zweiten Hälfte vom Teig gebe ich jetzt die Erdbeerkonfitüre, das Öl, Zitronenschale und nach die Lebensmittelfarbe. Und das Ganze verrühre ich jetzt einmal. Der Teig ist jetzt fertig. Der ist richtig schön pink geworden. Wenn ihr natürlich eine richtig intensive Rotfärbung haben möchtet, dann müsstet ihr ein bisschen mehr Rot dazugeben, unter den Teig mischen, bis es eure gewünschte Färbung bekommen hat. Dieser Teig kommt jetzt in eine Kastenform. Ich habe eine Länge von 25 cm für meine Kastenform. Und gleichzeitig könnt ihr auch schon den Backofen anschalten und zwar auf 180 Grad, damit das Ganze einmal vorheizen kann. Meine Kastenform werde ich jetzt erstmal mit meinem Backspray einsprühen. Und dann kommt auch schon der schöne pinke Teig hinein. Der Teig wird jetzt hier drin richtig schön gleichmäßig verteilt. Und dann kommt die Backform für ca. 40 Minuten bei 180 Grad in den bereits vorgeheizten Backofen. Macht danach auf jeden Fall eine Stäbchenprobe. Zu dem hellen Rührteig gebe ich jetzt noch zwei Zutaten dazu, und zwar Zitronensaft und Naturjoghurt. Hier ist jetzt der helle Rührteig. Da gebe ich, wie gesagt, die zwei Zutaten jetzt mit dazu und rühre die beiden jetzt noch unter. So, der Teig ist jetzt auch fertig. Der kommt jetzt zu einem Drittel in die Kastenform. Ich habe jetzt hier wieder meine Kastenform. Die werde ich erneut mit Backspray einsprühen. Schaut mal, der Kuchen ist jetzt soweit fertig gebacken. Der muss jetzt ca. 10 Minuten abkühlen und dann kann er aus der Form geholt werden. Als nächstes werde ich diesen Kuchen in Scheiben schneiden. Als nächstes nehme ich mir jetzt hier so einen Ausstecher in Herzform und steche hier aus jedem Teigstück ein Herz aus. Mit den restlichen Teigstücken könnt ihr zum Beispiel super leckere Cake Pops zubereiten. Als nächstes setze ich die einzelnen Herzen hier nacheinander mit der Spitze nach unten in die Mitte von dem Teig. Einfach hier so hintereinander weg hineinsetzen. Jetzt gebe ich den restlichen hellen Teig noch mit dazu und das mache ich jetzt hier außenrum. Das heißt also erstmal an den Seiten und dann zum Schluss hier oben drauf und dann muss das Ganze nochmal gebacken werden.
Die Herzen sind jetzt hier alle verdeckt mit dem Teig, so soll es sein. Jetzt kommt die Kastenform für 35 Minuten bei 180 Grad in den vorgeheizten Backofen. So ihr Lieben, mein Kuchen ist jetzt fertig. Der schnuppert schon richtig lecker. Ich werde jetzt aber mich zusammenreißen, denn es muss erstmal alles vollständig auskühlen und dann werde ich den Kuchen noch ein bisschen mit Puderzucker bestreuen. Und schon ist der Kuchen fertig. Angeschnitten sieht er wirklich super aus mit dem Herz in der Mitte. Eine wirklich ganz tolle Überraschung beim Anschneiden. Ich hoffe, das Rezept, das gefällt euch. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Valentinstag. Viel Spaß bei der Zubereitung. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezeptewelt. Tschüss!